Einen schönen guten Tag. Wir haben jetzt 11:45 Uhr, es ist Montag. Ihr habt hier ein Camp aufgebaut, es ist ein relativ ungewöhnlicher Campingplatz. Ja. Was hat euch hierher bewegt? Also am Samstag war ja die Demonstration und nach dieser Demonstration hat sich einfach eine kleine Gruppe, 10 Leute ungefähr, spontan dazu entschieden, hier ein Lager aufzumachen. Mhm. Haben sie einfach nur ein paar Decken umgelegt, sich aufgesetzt und dann auch zugedeckt, um sich warm zu halten. Und dann die ersten Updates gemacht im Internet. Also ich habe das über Facebook mitgekriegt, ich war halt bei der Demonstration nicht dabei. Mhm. Ich habe dann erst Samstagabend bei Facebook gesehen, dass es diese Gruppe hier gibt und dass sie noch Leute suchen, die hier herkommen und die Nacht über hier bleiben. Und so. Mhm. Dann habe ich mich gleich auf den Weg gemacht und bin hergekommen. Und also so ging das hier eigentlich los. Es war wirklich eine spontane Sache. Mhm. Aber ist dann mittlerweile, also gleich am zweiten Tag haben die ersten Zelte. Und auch immer Leute, die dann sich darüber informiert haben, was hier los ist und so. Mhm. Also es wächst schon recht schnell eigentlich. Also jetzt am zweiten Tag sind hier fast alle Zelte aufgebaut worden. Mhm. Auch viele neue Leute gekriegt. Und ja, also. Haben hier heute Nacht denn auch Leute geschlafen in dem Camp? Also ich zumindest habe geschlafen, er hat geschlafen. Jetzt ist gerade eine Essensspende angekommen, oder was ist das hier? Eine Essensspende, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommt. Auch schön. Das ist wirklich, das passiert. Okay. Das passiert einfach ständig. Also Leute kommen vorbei, bringen uns irgendwas, Decken, Essen, Trinken, alles Mögliche. Wow. Also, ja, es kam gestern einer vorbei auf dem Motorrad, der hat uns ein paar Decken gebracht und meinte, ob wir noch irgendwas brauchen. Aha. Dann meinte ich, dass wir Wasser brauchen, das Wasser wäre ganz praktisch. Das bringt ja uns heute irgendwie 40 Liter Wasser oder so. Wow. Und das ist echt, also die Leute sind, also das merken wirklich, die sind alle dafür. Also wir haben noch, es ist keiner hergekommen, der gesagt hat, das ist ja Quatsch, was ihr hier macht. Okay. Das finde ich blöd. Sondern, also entweder sie haben gesagt, das finde ich jetzt gut, was ihr da macht, ihr habt ja recht, oder sie haben gar nichts gesagt. Ja. Also keine Gegenstimmen bisher. Und wenn du jetzt sagst, die Leute sind so positiv und sind dafür, für was eigentlich genau? Ja, dafür, dass wir, die Bewegung hat ja ihren Ursprung, also die wurde ja gegründet, um dagegen was zu machen, dass die Wirtschaft und alles, also das Geld, so viel Einfluss auf die Politik hat. Aha. Und das ist halt mittlerweile auch recht bekannt, dass Occupy, also die Occupy-Bewegung, sich dagegen einsetzt. Weil also in Amerika war es ja am Anfang We are the 99%, also die 99% der ärmeren Leute quasi, gegen die 1% der reichsten Leute, wo die 1% wirklich alles kontrollieren können mit ihrem Geld, weil sie einfach die Politik bestechen können. Mhm. So, und dagegen ist das, und das ist eigentlich auch, also ist ja recht logisch, dass dann alle Leute auch dafür sind. Gut, aber spürst du denn so die Krise schon am eigenen Leib oder was treibt dich tatsächlich hierher? Nee, also am eigenen Leib nicht wirklich. Ich bin nicht super arm. Also das ist es nicht. Aber ich erkenne das Problem und will was dagegen machen. Und was erhofft ihr euch jetzt ganz konkret von diesem eingerichteten Campingplatz hier? Dass Leute darauf aufmerksam werden, dass sie sehen, dass hier was passiert, dann möglichst ankommen und fragen, was hier los ist, und dann uns unterstützen. Entweder, also sie unterstützen uns ja schon dadurch, dass sie uns sagen, dass sie es gut finden, was wir machen, aber auch wenn sie uns dadurch unterstützen, dass sie uns Sachen bringen, wie Decken oder Lebensmittel und das Ganze. Mhm. Und am besten ist natürlich, wenn sie einfach hier bleiben, weil je mehr Leute wir sind, desto besser ist das. Und das Eigenkapital der Banken. Ja. Sie müssen höheres Eigenkapital haben, was im Verhältnis zu ihren Risiken steht. Erstens. Zweitens müssen Sie die Eigengeschäfte, die Sie machen, beschränken. Sie dürfen nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz des Eigenkapitals machen, damit Sie um Gottes Willen nicht mit Kundengeldern spekulieren, was Sie nämlich gerne machen. Das ist das eine, die Struktur. Dann müssen Sie die Gehälter und die Boni der Hauptverhandlung, der Hauptversammlung überlassen. Die müssen die Rechte der Eigentümer stärken. Wenn Sie einfach sagen, ja, wir sind gegen die Banken, ja, das ist so viel, wenn Sie sagen, wir sind gegen Kommunisten, bin ich auch. Aber wichtig ist doch, dass Sie, jeder Einzelne von Ihnen, ein bestimmtes Konzept entwickelt, sagen, wie fassen wir denn das? Wie können wir einem Kommunismus begegnen? Wie können wir diesem
überbordenden Kapitalismus begegnen. Ich glaube, der Kapitalismus ist eine gute Ordnung, aber es gibt Auswüchse und die muss man. Ja. Da brauchen wir Konzepte. Also denken Sie nach, lieber Freund. Okay? Ja. Also Wachstum ist nicht systemimmanent. Es ist keine Condition sine qua non. Mhm. Es gibt also auch Phasen im Kapitalismus, wo eben mal kein Wachstum ist. Das muss man überwinden, das ist klar. Aber Wachstum geht ja auch nicht unendlich. Aber er muss gesund strukturiert sein. Nicht? Und das, was ich kriege, muss ich auch wieder geben. Der Kapitalismus, der nicht menschenfreundlich ist, hat eigentlich seine Existenzberechtigung verloren. Sehen Sie mal, unsere Staatsidee beruht auf drei Grundpfeilern. Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Und Menschlichkeit. Also auch jedes Wirtschaftssystem, was wir haben, ob es der Kapitalismus oder der Kommunismus ist, muss vor allen Dingen auch menschlich sein. Er muss gerecht sein, muss die Freiheit fördern und nicht beengen. Und diese drei Grundpfeiler finden Sie überall wieder. Bei der Occupy Hamburg Orga auf jeden Fall. Ach, da warst du schon dabei? Ja, okay. Es hat sich über das Netz, hat sich das da verbreitet und auch organisiert. Und das war ein Zusammenschluss von Menschen unterschiedlichster Herkunft und auch unterschiedlicher politischer Richtung eigentlich. Und die haben sich dort dann getroffen und gesagt, ja, wir nehmen das wahr, wir gehen dort auch hin. Und im Zuge dessen sind wir dann von der Demonstration, als die dann vorbei war, haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt hierher und machen Occupy Hamburg hier vor der Landesbank. Es schien uns legal zu sein hier, das ist am Rathaus nicht gegenbar, klar. Das wollten wir auch nicht. Und dann haben wir gesagt, das hier ist eigentlich ein ganz guter Platz und hatten uns dann hier anfangs um 5 hatten wir uns dann hier hingesetzt. Und dann kamen immer nach und nach mehr, die hatten das im Internet gehört, hatten davon gelesen, sind dann dazugestoßen, haben ja auch übernächtigt. Einige sind gekommen, weil sie das gehört hatten, hatten uns dann was zu essen gebracht und heißen Tee. Und gespendet wurde auch. Und jetzt den Platz habt ihr ja nicht zufällig gewählt, ne? Nicht direkt, also von Anfang an klar war er nicht. Wir hatten 3 Möglichkeiten und eine war ja von vornherein schon ausgeschlossen, also der Rathausmarkt war ja klar, Deutsche Bank war auch nicht so besonders und das hier war eigentlich ideal, symbolträchtig und schien uns auch legal. Sag mal, ihr wart jetzt zu 5, kannst du das ungefähr beschreiben? Was waren das für 5 Leute, unterschiedlichster Couleur irgendwie? Ja, absolut, absolut. Ein Teilnehmer von Anonymous und die andere nimmt den Teil an Anonymous. Was ist Anonymous? Und das ist ja die Internetgruppierung ja eigentlich auch nicht so richtig. Im Prinzip sind das Online-Aktivisten. Ach so, okay, ja. Als Oberbegriff sind sie weltbekannt als Anonymous. Dann haben wir Studenten dabei gehabt und ich glaube, ein Schüler war noch mit dabei. Ein Leiharbeiter war mit dabei, total unterschiedlich. So, aber trotzdem alle relativ die gleichen Ansichten. Ihr kanntet euch alle nicht? Nein, noch nie gesehen. Ich bin auch total überrascht, ich komme hierher und mal sind das nahezu 3-mal so viele, 10-mal so viel Zelte wie vorher, also 1-10, nicht besonders schwer. Das ist echt gewachsen in 2 Tagen. Ich habe heute Morgen noch online recherchiert, hatte Twitter und Facebook aktualisiert, die Livestreams und das ist ja echt Wahnsinn. Also im Prinzip die ganze Welt schaut auf uns genauso, wie die ganze Welt auf einzelne kleine Orte schaut. Kannst du das ein bisschen konkretisieren mit der Symbolträchtigkeit? Also, ja, die HSH Nordbank war in der Vergangenheit ja nun wirklich nicht positiv aufgefallen in den Schlagzeilen, wirklich nicht. Und das war eigentlich symbolträchtig. Inwiefern symbolisiert die HSH Nordbank für euch? Auch sie hat in dem in diesem Strudel mitgewirkt und zwar ganz kräftig, musste auch sehr stark unterstützt werden. Normalerweise hätte man sie fallen lassen müssen. Mein Hintergrund hierher zu kommen ist eigentlich, dass das System, an dem ich beteiligt bin und auch war, so nicht funktionieren kann. Es geht so nicht weiter und es ist eigentlich jedem klar und es ist einfach der Zeitpunkt gekommen, dass wir etwas für eine Veränderung tun müssen. Wir müssen es in das Bewusstsein unserer Mitmenschen einfach übertragen. So geht das nicht weiter. Das sollte auch jedem klar sein. Und mein Hauptgrund ist eigentlich, dass ich von meiner Regierung wünschte, dass sie die Problematik, und zwar im Detail, in das Bewusstsein der Bevölkerung transportiert. Und mit ihnen gemeinsam vielleicht sogar Lösungen erfindet. Und das ist durchaus möglich. Wir sind stark genug, das schaffen wir. Das ist nicht das Problem. Aber sie wollen es nicht. Das ist das Problem. Also da ist sozusagen auch eine gewisse
Skepsis oder möglicherweise Resignation gegenüber dem, was die Politik bisher gemacht hat in dieser Richtung. Absolut, ja, das ist doch das allerletzte Mittel, das wir haben. Hm. Was sollen wir denn sonst noch tun? Hm. Dieses empört euch, ja, genau, empört euch und zeigt es ganz offen. Und empört euch, aber ohne jetzt quasi damit jetzt ganz konkrete politische Forderungen oder auch ein ganz bestimmtes, konkretes Programm zu verbinden. Das ist ja erstmal. Naja, Programme ist ja gar nicht so leicht. Alleine im Detail schon. Selbst Professoren oder die Wirtschaftsweisen, selbst sie wissen ja im Detail eigentlich gar nicht wirklich, was wir tun können oder sollen. Und von daher gesehen ist die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, als Oberbegriff könnte man eigentlich schon meinen, etabliert Gerechtigkeit. Und das impliziert eine Menge. Denn Gerechtigkeit zu etablieren bedeutet, dass man viele systematische Probleme abschaffen müsste, unter denen wir derzeit leiden. Und das hat ja erstmal nicht so wirklich was mit einer politischen Richtung zu tun. Ne? Das kann man ja wahrscheinlich als CDU-Anhänger genauso unterschreiben wie als Anhänger der... Als Mensch könnte man das unterschreiben. Das sozusagen kann jeder Mensch unterschreiben. Absolut, ja klar, als Mensch. Oder? Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Sie sind auch hier. Sie sehen ja aus wie ein waschechter Banker. Sie haben gute Menschenkenntnis. Ich bin ein waschechter Banker. Okay, und sind Sie hier, um gegen die Protestierer zu protestieren? Oder was treibt Sie hierher? Das würde mir nicht einfallen, gegen Leute, die ihre Meinung hier sagen, zu protestieren. Nein, ich war auch am Samstag auf der Veranstaltung am Rathausmarkt dabei und habe dort ein großes Plakat auch selbst entwickelt mit einem Stimmzettel für die nächste Wahl zum europäischen, Achtung, Bundestag, Wahlkreis 11, Deutschland, um ein bisschen kabarettistisch darzustellen, dass die Macht der Banken mittlerweile so groß werden könnte, dass sie sich beim europäischen Bundestag als Partei einschreiben und dort dann auch Sitze besetzen. Mhm. Kabarett bitte, ja? Heute Morgen habe ich eine Stimme im Radio gehört, da hat ein aufgebrachter Bürger gesagt, die Wirtschaft ist im Würgegriff der Banken und die Politik wiederum im Würgegriff der Wirtschaft. Also dieses Triumvirat, was voneinander abhängt. Wie sehen Sie das? Also man kann das als, meines Erachtens als Triumvirat durchaus bezeichnen, da ich der Ansicht bin, dass die Politiker, und ich hoffe nur noch ein paar Wochen, insbesondere den Banken hinterherlaufen. Und meines Erachtens können sie davon überzeugt sein, dass die Banken von ihrer Informationsmöglichkeit immer ein paar Tage den Politikern voraus sind, trotz ihrer Tausenden von Mitarbeitern, die sie in den wissenschaftlichen Stäben haben. Und ich glaube auch, dass in den Banken mittlerweile schon in jeder Großbank 20 Personen sitzen, die diskutieren, wie sie den EFSF für ihre Vorstellung nutzen können. Sie sind jetzt der einzige Banker, sage ich mal, der sich hier so dazugesellt hat. Oder gibt es noch andere Kollegen, mit denen Sie über sowas diskutieren? Wir diskutieren da täglich in der Bank drüber. Und ich bin auch nicht als Banker hier, sondern als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, der zufällig Banker als Beruf hat. Und aus dem Grunde bin ich hier, weil ich... Es ist auch nicht so, dass ich mich mit allen Meinungen dieser Gruppe, die ja sehr heterogen sich zusammensetzt, übereinstimme, um Gottes Willen, aber die Stimmung und die Bewegung, die diese Gruppe hier ausstrahlt, ist in vielen Teilen schon die Stimmung, die sowohl bei mir vorherrscht, als auch bei vielen meiner Kollegen, die in der Bank arbeiten. Der Kommunismus ist ganz klar gescheitert. Und der Kapitalismus in seiner Reinkultur wird wahrscheinlich auch scheitern, wenn er nicht schon gescheitert ist. Irgendwo wird sich die Evolution der letzten 15.000 Jahre weiterentwickeln. Aber weder ich weiß das, noch die Männer und Frauen, die hier sitzen, wissen das, noch unsere Politiker wissen das. Und ich glaube, selbst die Philosophen haben damit Probleme. Ich kann nur jedem mal empfehlen, wenn ich einen Tipp geben darf, mal Ian Morris zu lesen, der regiert die Welt. Sehr interessant. Der Autor nochmal? Ian Morris. Wer regiert die Welt? Ganz interessantes Buch. Und das ist so ein kleiner Schritt, wo ich empfinde, dass das in eine Richtung weitergeht, wo sich das Menschenbild etwas in den Menschen verändert und wie sie sich da weiterentwickeln. Und wahrscheinlich auch weiterentwickeln müssen.
Würden Sie auch hier heute die Nacht verbringen und im Zelt schlafen? Also ehrlich gesagt, ich bin erstens zu alt dafür. Zweitens macht das meine Gesundheit nicht mit. Aber ich würde den Jungs gerne ein Stromaggregat für eine Woche hinstellen. Weil ich die 100 Euro habe, die vielleicht nicht haben. Wow. Eine Frage, die noch am Herzen liegt. Wie beurteilen Sie insgesamt die Rollen der Banken? Also ich ziehe meinen Hut vor den Banken. Und zwar in einer Hinsicht. Im Jahr 2008 gab es ja die Finanzkrise, die ja wohl unbestritten von den Finanzinstituten auch herbeigeführt worden ist. Danach kam ja, wie so oft in der Geschichte, eine Krise der Realwirtschaft. Dann haben die viele, viele Länder versucht, mit einem großen Konjunkturpaket in die Hunderte von Milliarden die Realwirtschaft vor diesem Einbruch zu retten, was ihnen auch, wenn ich das richtig beobachtet hatte, einigermaßen gut gelungen ist. Dann kam es dazu, dass die Staatshaushalte durch diese Konjunkturpakete sehr, sehr hoch verschuldet waren innerhalb kürzester Zeit. Und dann erst kam eine sogenannte jetzige Staatsschuldenkrise. Wie es die Banken geschafft haben, dass diese Finanzkrise, die das alles meines Erachtens herbeigeführt hat, überhaupt kein Thema mehr ist. Also Chapeau. Es gibt ein Schlagwort, das Volk ist nicht politikverdrossen, ganz im Gegenteil. Die Bewegung hier und die Zustimmung zeigt, dass sie nicht politikverdrossen ist, ganz im Gegenteil. Sie sind politikerverdrossen, das ist das Problem. Was heißt Politiker? Politiker? Politikerverdrossen, ach so. Genau. Darum geht es. Aber glaubst du denn, oder glaubt die Bewegung, dass es mit anderen Repräsentanten besser werden könnte? Nein, sonst würden wir hier stehen und andere Repräsentanten fordern. Ja. Oder eine andere Partei, aber das tun wir ja nicht. Wir fordern, dass die Probleme des Systems angepackt werden. Darum geht es, und zwar alle zusammen. Warum wird nicht das Bewusstsein gefördert in der Bevölkerung, dass wir alle zusammen zwar durch harte Zeiten gehen, aber dass wir es schaffen können. Aber zusammen und nicht einige wenige, zum Interessen noch weniger. Und auch nur die Änderung in ihrem Interesse und gegen unsere Interessen. Darum, das wollen wir nicht. Alle zusammen, unite. Nur wir zusammen können es schaffen. Ist doch klar, ist doch logisch. Das ist doch eine Gemeinschaft. Ja, allerdings ist doch ein System, ein bestehendes politisches, auch immer auf Systemerhalt und ein Staat auf Staatenerhalt ausgelegt. Aber das System verschlingt sich selbst. Und wer dieses System erhalten will, obwohl es sich selbst verschlingt, selbst zerstört, das ist verrückt. Das ist total verrückt. Und genau das ist das Problem. Und da müssen wir anpacken. Du sagst, da müssen wir anpacken, da müssen wir loslegen. Ja, das Schiff sinkt. Ja. Also lasst uns bitte in die Rettungsboote gehen. Es gibt genug. Mhm. Aber wenn du pro Rettungsboot nur einen Mann reinsetzt, dann haben wir ein Problem. Aber sonst gibt es genug. Und wir sind hier und wir wollen das ändern. Also alle, rettet alle. Und zwar alle zusammen. Wovor haben wir Angst? Ganz ehrlich, wovor denn? Jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, egal wie alt er ist, hat schon die schlimmsten Zeiten hinter sich für sich nach seinem Wert und hat schon viele, viele Krisen gemeistert. Glaubt man nicht auch, dass eine Volksgemeinschaft gemeinsam eine ganz große Krise meistern kann? Traut man uns das nicht zu? Man will es nicht. Ist das wahrscheinlich die Angst vor Veränderung? Nein, es ist nicht die Angst vor Veränderung. Überhaupt nicht. Es ist die Angst vor Verlust, es ist die Angst vor Mangel. Das brauchen sie gar nicht. Das ist Quatsch. Denn im Prinzip entsteht ein weitaus höherer Mehrwert, wenn alle Gerechtigkeit erfahren und nicht nur einige wenige. Wie man ja jetzt sieht, wenn im Prinzip für einigen wenigen nur Gerechtigkeit angewandt wird und für den Rest nicht, dann entsteht sowas wie das hier. Und das wird weltweit weitergehen. So, also muss es doch irgendwann zum Knall kommen, ist doch klar. Also ist damit doch niemandem gedient. Niemandem. Genau. Aber dieser Knall, der dann irgendwann kommt, der führt doch zum riesigen Verlust. Und eigentlich. Aber vielleicht ist ja genau das der Gewinn. Aha. Warum denn nicht? Vielleicht sollten wir einfach mal begreifen, dass wir die Dinge auch aus einer anderen Perspektive sehen können. Vielleicht so einen ganz anderen Blickwinkel erhalten. Und indem wir dann auch weitaus bessere Erkenntnisse gewinnen können. Für mich ist es so, dass wenn wir das System verändern, natürlich, klar, gemeinsam, ja, dann wird bestimmt Verlust entstehen. Aber im Endeffekt wird es für alle nur ein Gewinn sein. Selbstverständlich. Das muss jedem klar sein. Und der Gewinn besteht dann worin? Gerechtigkeit, Selbstentfaltung, Kreativität, viel weniger Armut ist wahrscheinlich, viel weniger Ausbeutung, eine viel friedlichere Lebens- und Weltgemeinschaft, darin zum Beispiel. Das Glück des einen fördert zumindest in diesem System immer das Unglück des anderen. Je mehr Glück der eine will oder sich holt, desto mehr Unglück hat der andere. Das ist Fakt. So kann das nicht funktionieren.
Das geht nicht. Wir sind ja gar nicht dagegen, dass Menschen für ihre Leistung entsprechend entlohnt werden. Darum geht es ja gar nicht. Das sollen sie ja auch ganz gerne. Aber es kann einfach nicht angehen, dass einige Menschen so viel, unglaublich viel Zeit am Tag aufwenden müssen, um überhaupt überleben zu können. Das ist doch unglaublich. Während andere Menschen so viel Geld haben, dass sie eine ganze Stadt auf Lebenszeit hätten ernähren können. Das ist doch unglaublich. Das geht doch nicht. Also das darf nicht sein. Was ist deine ganz persönliche Utopie hier? Ja, das ist sehr, sehr schwer. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich wurde oft gefragt, was glaubst du denn, was danach kommen soll? Ich kann nur sagen, dass wenn wir den Mut aufbringen, uns hier hinzustellen, in der Kälte zu schlafen, kurz vor dem Winter, vielleicht sogar Weihnachten mit der Familie aufzugeben, nur um ein Zeichen zu setzen, dann haben wir auch den Mut, gemeinsam neue Lösungen zu finden. Ich meine, so kreativ sind wir doch, so klug sind wir auch. Das schaffen wir schon, warum denn nicht? Das können wir, das ist nicht das Problem. Deswegen ist meine Utopie vorerst, dass wir gemeinsam Lösungen finden können. Wirklich gemeinsam. Und ich glaube, wir können das umsetzen. Wir schaffen das. Der Mensch hat viel geschafft, dann wird er auch das schaffen. Vielen Dank. Bitte.